Herzlich willkommen zurück auf den azurblauen Ozean von Sturmtief. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 9 von From the Depths, die Spiegeluniversumskampagne. Und hier ist es, wovon ich in der letzten Folge so viel geredet habe, das Hecht-U-Boot vom Richter. Nun, ohne die Simple Laser ist es ein wenig günstiger geworden, aber nicht... es hat aber natürlich nicht an Schlagkraft eingebüßt. Nein, es ist immer noch so gefährlich wie vorher. Allerdings ist es jetzt sogar ein bisschen, schnittiger, wenn man so will. Ja, das Hecht-U-Boot mit dieser wunderschönen Particle Cannon hier oben drauf. Das ist wirklich, also ich finde das richtig gut, die Idee dann natürlich unter den Feind zu fahren, ja, den Überwasserfeind, und dann kommt der Tod aus der Tiefsee. Autsch, das muss doch wehtun. Gut, das dazu. Man sieht sich gleich in der Kampagne wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. In alter Frische, wenn man so will. Die Kampagne ist geladen. Der Zerstörer der Scipio-Klasse ist wieder repariert. Und würde ich sagen, zu 100% einsatzbereit. Dann kann ich mich ja hier um das Feld nachher kümmern. Denn da oben kommt leider ein wenig zu viel hier runter. Das stört. Das muss ich alles befreien. Das hier kann ich eigentlich so lassen. Es bringt mir nichts, wenn ich unnötig in Kämpfe verwickelt werde, aus denen ich natürlich keinen Gewinn schöpfen kann. Da muss man auch immer dabei bedenken. Klar kann man die ganzen Felder hier leeren, aber sofern man keinen Vorteil davon hat oder keinen Profit, bringt das nichts. Wie sieht es eigentlich hiermit aus? Könnte mich drum kümmern, aber momentan ist oben eine Blockade im Gange. Mal gucken, wie nah ich daran kann. Müsste... Ja, das macht nichts. Ja. Müsste zu schaffen sein. Also, ich habe die ganzen U-Boote drin, das ist aber nicht gerade... Halt, ich möchte nicht das Fishing Hole reinhaken. Nicht gerade zweckdienlich, da das nur Lufteinheiten sind. Das heißt, Magunzierkreuzer, Phönixjäger und, ja gut, dann eben die U-Boote. Die haben zwar auch diese Simple Cannons drauf, aber die habe ich mehr so zur Deko draufgesetzt. Und dann könnte ich doch mal den Phönixjäger hier richtig hochschicken und dann gehe ich mal an Bord des Phönixjägers und schau mir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an. Ach so, ja, natürlich. Man sollte auch... Ja. Obwohl ein Perspektivenwechsel ja immer gut tut, sollte man natürlich nicht vergessen, vorher auch die KI einzuschalten. Du kümmerst dich gerade um die Flying Squirrels. Das möchte ich aber nicht. Ihr sollt euch nach Möglichkeit um den Gotter hier kümmern, der ist nämlich der gefährliche Feind. Hast aber die Dinger schon erfasst und das sind die magnetgestützten Raketen, die hier gerade so wild herumtanzen. Das sind die Raketen aus den kleinen Raketentürmen des Moguntia-Kreuzers, der gerade die Bomblets der Skrulls alle abwehrt. Volltreffer, da geht die Munition in die Luft. Keine Chance. Noch eine Explosion. Ich hoffe, das war beim Gegner und nicht bei mir. Wo ist der Phönixjäger? Dort hat er ein neues Ziel. Wo ist eigentlich der Gotter hin? Ist der schon kaputt? Nein, ist er schon kaputt. Dann schaue ich mir das Ganze mal von hier an. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich sehe nur relativ wenig. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Cockpit nur vorne aus Glas gebaut habe und nicht an den Seiten. Das ist mehr so halboffen. Joa, das dürfte dann auch das Ende dieses Flying Squirrels sein. Sind ein paar viele Raketen hinter dem her, ne? Denen allerdings der Treibstoff ausgeht, bevor sie überhaupt einen Treffer landen können.
Das nervt. Völlig egal, wo bist du? Nanu? Gunnery enabled. Der ist irgendwie ganz weit weg. Wo bitteschön ist der Phönixjäger hin? Wie kann der denn in dieser kurzen Zeit schon 5 Kilometer geflogen sein? Das glaube ich ja nicht. Hallo? Ach, da bist du. Ja. You are here, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, oder wie sagt man so schön? Flieg du mal zurück hier zum Schlachtfeld. Und treffen sie noch? Ja, hoffentlich. Ich sage doch, ja, bei den ganzen schönen Grafiken, die From the Depths hat, ist doch diese taktische Ansicht viel, viel besser. Listening, taking control. Nicht wirklich. Engaging now. Okay, du schnappst dir das restliche Flying Squirrel hier, hoffentlich. Hoffentlich. Na? Ich muss da jetzt irgendwann... Ja, Raketen sind raus. Bugwaffe feuert. Und verfehlt. Dann mal schnell umdrehen. Das Ding muss man doch irgendwie kriegen. Aber das Blöde ist, dass es so eine ziemlich, ja, wackelige Flugbahn hat, so unnormal. Das ist halt schwer zu treffen. Außer natürlich mit Lasern. Na, wirst du bald. Genau, raus mit den Raketen. Die sind nicht um einiges schneller als der Phönixjäger, stelle ich gerade fest. Aber ich glaube, gegen das Flying Squirrel sollten die trotzdem effektiv sein. Wo auch immer das Ding hin will. Ja, das ist die Bug-Kanone, die allerdings nur gegen größere Ziele geeignet ist, die nicht so viel rumeiern. Naja. Wenn das hier noch länger dauert, werde ich mich wohl kurz verabschieden müssen und dann gleich wieder... Ah, nein, das war ein Treffer. Das war ein sehr guter Treffer. Es könnte doch noch klappen. Es könnte klappen. Es eiert auch so, dass... Ja, wunderbar. Na also, keine Chance. Weg damit. Na, jetzt brauchst du auch nicht mehr drauf zu schießen. Es ist doch schon kaputt. Meine Güte. Da haben sie sich aber weit vom Schlachtfeld entfernt. Okay. Raider Satellite, Guppy Mini-U-Boot. Da sind alle wieder beisammen. Gut. Okay, weiter geht's. Was ist hier unten? Hier unten werde ich auch gerade blockiert durch die Onyx Watch. Möchte ich... Ja, ich setze den Kreuzer einfach mal nach vorne. Die SMS Taurus und den Greifhammer und das Schnellboot, die können meinetwegen auch hier hinten. Los geht's. Genau vor den Bug gesetzt. Mal sehen, ob das so effektiv ist. Ja, anscheinend schon, denn der Telemachus ist, glaube ich, gleich platt. Kurzstreckenraketen. Ja, nicht schlecht, muss man sagen. Hey, da ist schon der Greifbomber drin. Ja, obwohl ich diesen Bomber gerne einsetze und auch diese Bodenkampfversion davon mit den APS-Guns, muss ich allerdings zugeben, dass die ziemlich viel Treibstoff verbrennen. Das ist teuer. Sehr teuer im Betrieb. War's das? Ja, das war's. Jetzt nur noch der Warrior, oder ist das ein Warrior? Oder ist das Pulse Dave? Nee, Warrior. Ja, das sind einige Raketen, die da in den Abschussrampen drin sind. Das sind wirklich einige. Und
Ich denke, die schlagkräftigen APS-Guns tun mit ihrer hohen Feuerrate, also relativ hohen Feuerrate, ihr Übriges. Oh, da hat's das Rohr abgeknickt. Na, sowas aber auch. Jo. Sollte gleich auch zu Ende sein. Jetzt frage ich mich gerade, was kommt als nächstes, wenn ich dieses Feld hier erobert habe? Soll ich mich weiter nördlich bewegen und dann zum Träger und den ganzen anderen aufschließen oder doch nicht? Oder weiter hier bleiben? Tja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Da muss ich wahrscheinlich ein wenig Strategie anwenden. Ist das Schnellboot drin? Ja, hey, das Schnellboot ist drin. Das will ich wahrscheinlich auch bald, ja, außer Dienst stellen. Ignoring Salvage, doch. Das tust du, oder? Ignoring Salvage. Ja, will ich bald außer Dienst stellen, da ich es wirklich nicht mehr brauche. Als Anfangseinheit war das ja in Ordnung. So zur kurzen Verteidigung, aber mittlerweile... Mittlerweile brauche ich es nicht mehr. Schnellboot, du wirst außer Dienst gestellt. Vielen Dank für deine Dienste bisher. So, weiter nach vorne. Das ist ein Radarsatellit, oder? Ja, dann sollte ich besser mal eine Kopie davon machen und ihn... Ja, die werden schon die Ressourcen einsammeln und ihn hier stehen lassen, damit ich ein bisschen mehr sehe. Der Träger bewegt sich immer noch tapfer, wie er ist, von den Gegnern weg, denn die lasse ich mal so ein bisschen hinter mir herschleifen, bis ich sie hier oben dann zusammenführen kann und da habe ich auch die richtige Flotte, die schnell und effizient mit sowas umgehen kann. Raffinerieschiff hinterher? Ja, warum nicht? Dann klopfe ich mal an. Kuckuck. Aha. Größtenteils Lufteinheiten. Hey, die reagieren ja auch jetzt. Oh, okay. Okay, die sind schnell. Die sind wirklich schnell. Aber ich denke, der Kreuzer mit Anhang dürfte das hier oben alles schaffen. Dann schraube ich mal eben den Radarsatelliten noch kurz zusammen und werde ihn dann hier in Position bringen, damit er dort mal auskundschaftet. Es ist wieder Nacht und relativ dunkel, deshalb... Ja, Nacht und relativ dunkel, ne? Das ist auch... Ne? Die Logik ist unbestreitbar. Luftabwehr, Phönixjäger und dann den Zerstörer und die zwei U-Boote, weil es nicht wirklich hier, Flying Squirrel, Angry Chicken, ja, keine Bodeneinheiten, keine Überwassereinheiten sozusagen, also die Schiffe. Aber ich könnte aber links das Hecht-U-Boot hier trotzdem einsetzen, da die Particle Cannon auch Einheiten in der Luft erfassen kann, die so unglücklich sind und über das U-Boot fliegen. Und dann gibt's eine böse, böse Überraschung. So. Dann, Moment, Prioritäten setzen. Das Ding hier. Mach das fertig. Okay, Raketen sind raus, Flying Squirrel ist im Wasser. Treffen wir jetzt nochmal richtig nett. Na, wird's bald. Das Ding hat echt viel Raketenabwehr. Nicht mit Lamp-Systemen und nicht mit Täuschkörpern, sondern eher mit diesen Abwehrraketen. Aber anscheinend nicht... die richtige Anzahl, um alle Raketen abzuwehren. Ah, es explodiert. Wie herrlich. Na, es ist jetzt so weit beschädigt, dass... Ich glaube, es ist AI-Dead. Ja, müsste AI-Dead sein.
Gut. Weiter geht es hier hinten, wo die Flying Squirrels gerade erfahren, dass die Flakkanone am Heck des Moguntia-Kreuzers doch recht effektiver ist, als man denkt. Das ist nicht der AI, der Ätna, sowas aber auch. Na dann, zerfetzt das Ding. Achso. Okay, den Flügel hier hat es schon geteilt. Du scheinst da etwas verloren zu haben, ja? Naja, braucht's eh nicht mehr, das Flying Chicken. Oder wie heißt es? Angry Chicken? Oder was ist das nochmal? Angry Chicken, ja. Ah, das ist das nächste. Okay. Ziel erfassen, bitte. Und Flying Squirrel hat sich auch gerade hier angenähert. Die Raketen mit den Magnetsprengköpfen sind zwar etwas merkwürdig in ihrer Flugbahn, aber immer noch effektiv. Effektiver als die Mini-Flak-Kanonen, die ich da drauf gesetzt hatte. Das soll mal gesagt werden. Okay, da hat das Staggered Fire Addon zerfetzt von einem der Raketenwerfer. Deshalb kamen da direkt 4 Stück auf einmal raus. Nehme ich jetzt mal zumindest an. Hoffentlich nicht das IFF Addon. Ansonsten hätten die nämlich auf meine Fahrzeuge aufgeschaltet. Was allerdings nicht so schlimm gewesen wäre, denn ich habe ja Täuschkörper. Also, naja. Die Magneten allerdings haben natürlich keine IFF-Funktion. Das heißt, wenn eines meiner Flugzeuge oder Schiffe zu nahe kommt, dann werden die Magneten auch. Also werde ich sozusagen, werden die Raketen von diesen Fahrzeugen dann angezogen durch die Magneten. Das ist ja der Hintergrund daher, weshalb ich die eingebaut habe, dass sich Einheiten wie die Flying Squirrels oder so, die sich einfach nur überall und nur nicht da, wo sie sollen, hinbewegen, in so einer irregulären Flugbahn, dass sie dann auch trotzdem noch getroffen werden können, ohne dass ich mich auf die Leitsysteme der Raketen verlassen muss. Bist du jetzt kaputt oder nicht? Oh, siehst ziemlich zerstört aus für mein weniger fachmännisches Auge, aber ja. Das dürfte es gewesen sein. Jetzt bist du eigentlich im Wasser. Ist dein... Nee, U-Boote sind noch nicht online. Schade. Und das war's mit dir. Hey, du hast... Wow, du hast dicke Bomben hier dran. Das waren die Large Missiles. Und ein Level-Up. Ach, wie schön. Ja, das ist ein wenig zu nah, würde ich sagen. Ich habe ja eben die Bomben begutachtet. Die können ordentlichen Schaden anrichten, wenn das Ding gerade nicht sich selbst in seine Einzelteile zerlegen würde. Autsch. Ja, ich muss sagen, die Flak ist zwar klein, unscheinbar, nicht sehr effektiv gegen gepanzerte Ziele, aber gegen so weiche Ziele wie Holz oder Flugzeuge, eher kleinere, ist sie doch recht akzeptabel. Und die Bordwaffe des Phönixjägers hat so mal einen Treffer gelandet, dass ich das noch erleben darf. Na, bist du jetzt soweit? Nicht so dramatisch und theatralisch, mein Lieber. Muss ich nicht direkt so Manöver hier hinlegen. Stürzt doch einfach ab, wie ein gutes Angry Chicken, ja. Na, treffen sie noch? Natürlich treffen sie. Ach, wie schön. Eine Explosion. Ja, dann hätte ich dann hier auch, glaube ich, alles ausgeräumt, die Ressourcenzone übernommen und dann kann ich mich einer anderen Front widmen, denn da ist die Deepwater Guard hier erstmal besiegt. Also ist sie sowieso, da ich ja das Hauptquartier zerstört habe, aber es gibt hier immer noch Flotten, die sich hier mal rumbewegen oder Ressourcenzonen, die noch nicht eingenommen wurden, etc., etc. Trifft das Ding eigentlich? Ja, doch. Und es zerfetzt sogar ziemlich gut was. Doch, das sieht wirklich gut aus. Oh. Raketen. Das hält aber jetzt mittlerweile was aus. Da waren die anderen doch schneller. Schneller platt, ja. Hm.
Nicht schlecht. Aber ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Ja, sieht aus, als wäre es AI dead. Oh, zerfetzt. Gut, dann... noch eins. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein... Engaging now. Gotter, bitte sofort sämtliche Einheiten in Gotter als Ziel erfassen. Dürften gleich auch Torpedos ankommen, da der feine Bomber hier im Wasser ist. Und der Zerstörer wird alle Über- und ja, Unterwasserziele natürlich mit Torpedos angreifen. Ne? Wo sind sie denn? Ach, da sind sie ja. Explosion. Da kommen auch noch mehr. Und noch mehr. Ja, der Zerstörer hat ziemlich viele Torpedos. Nicht viele Werfer, möchte man meinen. Also das sind insgesamt zwei links, zwei rechts. Und vier vorne, also sind es 8 Stück. Plus die zwei raketengestützten Torpedos, also 10 Werfer. Ist nicht viel, aber dem geht nie die Munition aus. Auch ohne Ammunition Processors, darauf habe ich geachtet. Der hat nicht... so Probleme, was die Ausdauer betrifft, wie manche andere meiner Einheiten. Okay. Schlacht ist geschlagen. Aber der Krieg noch lange nicht gewonnen. Begleitträger, zieh mal diese ganze Kette an Einheiten weiter mit hoch. Ransack und Gotter. Oh, schnapp ich mir. Dann nähere ich mich schon der Theta-Passage an. Dort sollten Ressourcen wieder sein. Herrliche, herrliche Ressourcen. Na, wirst du wohl... Mein Gott, da wird einem ja schlecht. Ich brauche eigentlich nur den Phönixjäger. Den setze ich mal hier hin. Gehe an Bord, bin ich ja sowieso. Und kümmere mich dann mal um was auch immer das ist. Also ich gehe schon mal in die perfekte Absprungposition. Ja, Raketen sind draußen. Wunderbar. Minigun ist auch. Und dann würde ich sagen, kann ich ja springen. Ich nutze mal eben die Slow Motion, um alles abzuschalten. Oh. Ja, das ging ja schnell. Und wieder alles an, nicht vergessen. Sehr schön. Fishing Hole eingenommen. Werde ich allerdings zerstören. Hat einen ganz einfachen Grund. Das war zum einen nicht in der Ressourcenzone drin und zum anderen setze ich jetzt hier sowieso einen kleineren Ressourcenaußenposten hin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, du siehst hier auch gerade eine ganze Menge. Das ist fein. Kannst du eigentlich... Nee, du kannst nicht hören. Nee, schade. Gut, dann komme ich dem Träger mal ein bisschen entgegen. Hier oben ist die Verstärkung. Vielleicht schaffe ich es ja noch, ihn in dieser Folge einzusetzen. Halt, irgendeine von euch hat doch Reparatureinrichtungen, oder? Mal eben die UI wieder angemacht. Und wo ist jetzt die Ressourcenzone hin? Hallo, Ressourcenzone. Ach, da. Setze ich hier schnell nochmal den Außenposten hin. Bei R müsste er sein, wie Ressourcen aus dem Posten. Oder Plattform heißt es, ne? Ressourcenplattform. Zack, hingesetzt. Listening. Gut, dann kann sie zusammengebaut werden. Der Zerstörer soll weiter nach vorne. Und irgendwo wurde was blockiert. Dann kümmere ich mich doch darum. Ja, ich denke, die haben keine Chance. Da setze ich den Kreuzer dort hinten hin, die Taurus und den Greifbomber. Also denn, Feuer.
hier habe ich auch noch die kleinen Flakkanonen. Oh, die lasse ich dort. Vielleicht werde ich sie gegen welche mit Weltfett-Autoloadern austauschen. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. AI-Date. Das ging schnell. Und als nächstes dürfte das Schiff hier dran sein. Und das ist auch platt, oder? Ja, gut, die Feuerkraft ist auch nicht zu vergleichen. Also das, ja, ne, 32.000 Materialien gegen etwas, was mit 168.000 ausgestattet ist und so meta wie möglich, ohne ein bisschen mit dem ganzen Ding über Bord zu gehen, ausgestattet ist, ja. Gut. So viel dazu. Receiving, moving now. Listening. Moving out. Wo seid ihr jetzt momentan? Receiving. Bewegt euch hier runter. Der Zerstörer ist immer noch auf Kurs. Dann. Receiving. Moving now. Puh, das ist jetzt schwer. Das ist jetzt schwer, vor allen Dingen. Da die ganze Karte wieder laggt. Receiving. Receiving. Moving now. Listening. Baut mir die Ressourcenplattform zusammen, sodass ich mit dem Sammeln der Ressourcen anfangen kann. Receiving. Danke. Moving Geht now. Auch. Ich hab jetzt... Halt. Oh Gott. Oh Gott, ich habe gar nicht auf meinen Ressourcen... meine Ressourcenanzahl gesehen. Die ist jetzt wieder so weit angestiegen, dass ich mir ein neues Schiff leisten kann. Und zwar werde ich es hier oben zusammenschrauben. Und das wird wahrscheinlich... Nee, halt. Nein, es kostet ja unter 100.000. Receiving. Ich brauche ein bisschen Verstärkung für die Flotte hier. Und es ist... Trommelwirbel bitte. Hecht-U-Boot. 98.070 kostet das gute Stück. Ja, kann ich mir leisten, würde ich mal behaupten. Na los, bau das zusammen. Und im gleichen Atemzug kann ich auch dann das Elbe-Schnellboot wieder einsetzen. Jetzt habe ich ja gerade die Ressourcen zur Verfügung. So. Sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen länger machen. Der Feldzug läuft gerade so gut. Werde aber kurz from the depths wahrscheinlich neu starten und melde mich dann gleich wieder, wenn das Laggen aufgehört hat. Bis gleich. Und nach einem kurzen Neustart läuft alles wieder flüssig. So möchte ich das sehen. Das Raffinerieschiff macht sich aber gerade auf und davon. Ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Das Elbe-Schnellboot ist schon wieder fertig, also neu aufgebaut. Und meine kleine Flotte mit dem Tauruskreuzer und dem Schnellboot bekommt hier ein paar Probleme. Ha. Na gut. Sei es drum. Könntet ihr euch mal auch das noch was von der Deepwater Guard? Ach. Warte mal, beweg dich denn mal dahin. Du hast jetzt das getriggert, ja. Hehe, triggert. ja, okay, der war flach. Ist das Ding bald mal zusammen? Ja, es ist fertig. Oh nein, der Scipio-Zerstörer wurde soeben einer Blockade unterzogen. Das ist natürlich schlecht. Was soll ich denn nur machen? Das sind nur Flying Squirrels. Kann ich eigentlich mal die Luftabwehreigenschaften des Zerstörers zeigen? Zumindest, besser gesagt, die Eigenschaften dieser kleinen Flakkanonen gegen ziemlich kleine, zerbrechliche Feinde. Weil die eigentlichen Luftabwehreigenschaften insgesamt dieses Zerstörers sind... Naja, nicht wirklich gut. Gut, Torpedos sind draußen, weil die Dinger gerade im Wasser waren, aber dürfte sich gleich auch erledigt haben.
Na, wird's bald. Nicht wirklich gut, oder? Ich glaube, ich... Ja, müsste ja eigentlich nichts beweisen. Die sind wirklich nicht gut, die Flakkanonen. Besonders nicht gegen Ziele, die sich so... Ja... Überall... unregelmäßig bewegen. Das ist... leider ein kleiner Nachteil, aber... da hat's geknallt. Kaputt. Gut, die nächsten... Na, da oben. Die müssen nur einmal richtig treffen, das ist alles. Tja, wenn man vom Teufel spricht. Ich glaube, da hat jemand richtig getroffen. Muss ich wohl noch etwas an den Detection Systems feilen? Ja, wahrscheinlich. Und ich muss noch eine separate KI machen, die die Flakkanonen steuert, denn momentan... Ja, genau, wenn sie mal treffen, dann richtig. Denn momentan sind die Flakkanonen mit an der Haupt-KI dran. Das ist eine einzige KI für den gesamten Zerstörer. Ja. Naja, der war daneben. Na komm, der Rest kann auch noch leicht erledigt werden, oder? Das ist doch wirklich nicht so schlimm. Sag bloß, dir ist schon die Munition ausgegangen. Ja, scheint so. Könnte das verdammte fliegende Eichhörnchen jetzt endlich mal geplättet werden? Hallo. Na, gut, dann nicht. Klar, lasst euch Zeit. Mit Raketen wäre das sicher einfacher, aber ich habe momentan keine Raketen an dem Zerstörer aufgebaut oder auch eingeplant. Naja, was die Munitionsreserven angeht zumindest, kann er ja eigentlich ganz gut durchhalten. Aber so oder so, nicht gerade effektiv gegen Lufteinheiten, soll er aber auch nicht sein. Moment mal eben. Ja, ich weiß, das sind die Flak-Projektile. Ziemlich merkwürdig, aber... Naja. Ist das hier so ein dünner Hals, nur aus zwei Engines? Und im Kopf die Ammo-Barrels? Meine Güte. Und das Ding kann ich immer noch nicht zerstören. Ach ja... ist halt eben dieses merkwürdige Bewegungsmuster. Vielleicht kann ich einfach mal stehen bleiben. Ah, die werden nachgeladen, allerdings etwas zu langsam für meinen Geschmack. Na endlich! Danke sehr. Das hat aber auch gedauert. Ja, und damit wäre auch wahrscheinlich der Beweis erbracht, warum der Zerstörer in Sachen Luftabwehr nicht gerade der Beste ist. So. Ja, bewegt euch weiter nach unten. Das Hecht-U-Boot ist nur mit 3 Meter pro Sekunde unterwegs. Das kann ich ändern. Das kann ich in der Tat ändern. Einmal bitte Vollgas geben. Na, da geht doch noch was, oder? Ja, 18:30 Uhr. Zeit fürs Abendessen. Nee, das war gerade die Geschwindigkeit. Nee, nicht Safe Game, Safe Vehicle. So meinte ich das. Echte Boot. Mal hier speichern, bitte. Danke. Jo, ich weiß auch nicht, wann ich endlich auf das neue KI-Update umschalten werde. Wahrscheinlich erst dann, wenn ich es für stabil genug halte, dass ich mir... dort keinen, naja, Zusammenbruch hole, wenn ich versuche, das Ganze ein wenig einzustellen. Okay, wen haben wir denn hier? Pals Dave, Bailey, Warrior. Oder, anders ausgedrückt, Ziele. Seeziele.
Tja, da ist die Onyx Watch eigentlich ziemlich angenehm bei sowas. Was ich auch mal erwähnen könnte ist, obwohl... Nee, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Das hat jetzt wirklich nichts hier verloren. Okay. Alle drin? Alle drin! Battle begins. Ich würde gerne... Genau. Kein Combat-Modus? Da schießt jemand auf dich. Ah, ja. Was könnte ein Schiff dazu bringen, dass es sich nicht mehr bewegt? Ist es A, ich habe die KI ausgestellt, B, fehlender Treibstoff oder C, fehlender Treibstoff? Ja, es ist C. Nicht B, weil C. Ah, okay, gut. Schnellreparaturen, ab in Baumodus. Und die UI wieder an, wenn ich bitten darf. Und dann mal eben ein wenig von dem guten Treibstoff hinzufügen. Wo habe ich nochmal den Treibstoff gebunkert bei dem Teil? Eigentlich doch immer in der Nähe der Engines. Da. Das geht zwar sehr auf die Materialkosten, aber in der Not muss ich halt ein wenig die Sparmaßnahmen außer Acht lassen. So, du beißt dir hier wahrscheinlich an der Palstave, oder was ist das? Ja, Palstave gerade noch die Zähne aus. Dabei fährt hier eine Bailey entlang mit ihren verdammten Simple Cannons, die für Memory Leaks immer noch bekannt sind. Meine Herren, From the Depths Developer. Das wäre doch mal ein guter Zeitpunkt, jetzt nach dem KI-Update mal so ein bisschen was für die Performance zu tun. Damit man die Updates auch entsprechend genießen kann und nicht die ganze Zeit From the Depths neu starten muss, sich über Memory Leaks wundert, etc. etc. Denn ich habe keine Lust, dass... Also, ich generell auch andere nicht, dass man einen NASA-Hauptrechner braucht, um From the Depths einigermaßen gut ja, genießen zu können. Ne? Schipperst du gerade da inmitten der feindlichen Flotte? Ja, das machst du. Naja, was soll's. Ja, ich merke auch gerade, dass viele der Projektile einfach an der Wasseroberfläche abprallen und über das Ziel hinausschießen, aber das soll mich momentan erstmal nicht beunruhigen, denn die Einheit wurde eh besiegt. Tschüss, Palstave. Okay, jeden Augenblick sollte jetzt hier was auftauchen. Wenn ich mich nicht vertan... Ja, da ist er. Bailey, oder? Ist es das Bailey? Ne, die habe ich gerade in die Luft gejagt. Das ist Warrior. Engaging. Ah, er kriegt aber auch einiges ab. Ja. Das war mal das aus der Perspektive des Empfängers der Feuerkraft. Jetzt gehe ich mal in die Perspektive des Absenders der ganzen Feuerkraft. Kann ich hier runter? Ja, sieht nicht schlecht aus. Hier sollte ich eigentlich nicht drüber gehen. Ich habe doch hier irgendwo mal eine Tür eingebaut. Oder habe ich einfach vergessen, hier eine Tür einzubauen? Der Schornstein mit den eingebauten Raketenrampen. Ja, sehr kreativ, natürlich. Danke, danke. Aber ich habe hier echt vergessen, eine Tür einzubauen. Naja. Sachen gibt's. Jo, an Deck, die frische Seeluft genießen. Ist ruhig hier. Jetzt mal schauen, wie es hier drüben aussieht. Ziemlich kaputt, würde ich sagen. Ja. Ich würde aber behaupten, einzig und allein, ich glaube, ein Bulborg oder ein Trebuchet könnten für den Kreuzer schon Probleme bereiten. Auf längere Sicht gesehen, ne? Oder vielleicht Iron Corden?
Nee, der eher doch, doch nicht. Nicht ein Iron Cordon, eher dann Bulwark oder Trebuchet. Und ich weiß nicht wieso, aber wieso müssten die Onyx Watch-Schiffe eigentlich ein LAM-System haben? Ist das, ja, grundlegende Hauptdesignmerkmal der Onyx Watch nicht eigentlich die langsamen diese Castle Ships hier mit richtig viel Panzerung und den dicken Cram Cannons oder dicken APS Guns, aber LAM Systeme wirklich? Irgendwas stimmt da nicht, finde ich. Selbst wenn das jetzt ein Godly Design ist, warum auch immer. LAM-Systeme gehören meiner Meinung nach nicht zu Onyx Watch. Ach ja. Man kann sich ja beschweren, ist immer leichter, ne? Selber machen natürlich schwerer, aber. Also selber machen wäre, die LAM-Systeme der Onyx Watch einfach abzubauen. Ah ja, gut, gut. Lass mal das mal. Wirst du jetzt auch das Ding hier pulverisieren? Ja, anscheinend. Achso, das ist der Bombe. Der hat gerade ein paar Bomben fallen gelassen. Finden die eigentlich noch ihr Ziel? Die werden ja entgegen der Flugrichtung abgefeuert. Dabei verlieren sie ein wenig an ihrem, ja, nach vorne gerichteten Puls durch das, durch die Geschwindigkeit des Bombers. Sondern müssen dann durch den, durch die Ausrichtung des Launchpads halt dagegen arbeiten. Funktioniert auch. Super. Battle finished. Verbrennt nicht so viel Treibstoff. So. Ich denke... Oh, du bist... Nein, nicht den Träger. Oh, nicht den Träger. Das... Das nervt. Jetzt wurde der Träger blockiert. Das nervt ungemein. Naja, dann werde ich mich in der nächsten Folge darum kümmern müssen. Ich bin der Heizmeister und man sieht sich dann auf den azurblauen Ozean von... Nicht Nita, ich wollte schon Nita sagen. Nein, von Sturmtief wieder. Macht's gut und bis dann.